Servus. Zum Mountainbiken hat es viel Schnee, zum Skitouren geht es wenig. Und darum machen wir heute eine Wanderung. Und zwar zum Zwercheck. Und von da aus dann am bayerisch-böhmischen Grenzkamm zum großen Osser. Hinter uns liegt der Auer. Das sind wir mal von der anderen Seite. Aber er steht schon noch. Jetzt gehen wir direkt auf der deutsch-tschechischen Grenze. Und da ist schon unser erster Gipfel. Also, Prost, heute haben wir wieder einen dabei. Auf dem Swarro. Ja, leider ist es halt ziemlich trüb, sonst hätten wir wahrscheinlich eine super Sicht nach Tschechien rein. Oh, Pazua! Oh, Pazua! Was immer das heißen mag. Pazua! Aber es schaut gefährlich aus. So, jetzt gibt es ein Zwercheck. Das Zwercheck. Mit einem Wahnsinnsblick auf den großen Auer. Na, Strafa oder Prost. Da sieht man jetzt ganz schön den Kamm, den wir letztes Mal bei der 12.000er Wanderung gegangen sind, bis zum großen Auer. Und vor uns sieht man schon den großen und den kleinen Osser. Der Welki Kokrak ist es oder so. Also Entschuldigung für die Aussprache. Auf dem Welki Kokrak, Tschechen, bitte verzeiht mir. Jetzt haben wir kurz vor dem Ziel noch voll Schöpfung. Da kriegt das Ganze dann gleich noch alpinen Charakter. Hui! Da ist er ja. Das hätten wir jetzt ein bisschen einfacher machen können. Da drüben sieht man den kleinen Osser. So, wir haben jetzt auf den letzten Kilometer zurück zum Parkplatz und haben uns für den Rückweg für die Forstwege entschieden.
wo es ein Fehler war, weil die ersten ziemlich langweilig und zermürbend sind und teilweise im Schatten so viel Schnee liegt, dass man bis zu irgendwie einbricht. Also von dem her war wahrscheinlich der Rückweg über den Grenzkamm, also die gleiche Strecke zurück, die bessere Wahl gewesen. Denn der Grenzkamm zwischen Zwercheck und Oster ist auf jeden Fall wert gegangen zu werden. Wunderschöner Weg, wunderschöne Aussichten. Ja, eigentlich, da ist es schön was, aber wie gesagt, der Rückweg, der drückt das Bild jetzt ein bisschen. Scheißdreck. Naja, wie man sagt, die Stimmung ist im Keller. Aber das packt mir keiner. Also, Servus.